Spaß und willkommen zu einem neuen Part von GTA Online. Es gibt jetzt ein paar Neuigkeiten, die ich euch sagen möchte. Heute kommt eine Red Dead Redemption Folge raus. Erstens und zweitens, ich habe jetzt hier ein neues Auto. Ich zeige euch generell gleich nochmal die Autos, aber davor möchte ich euch noch zeigen, weil es gibt jetzt hier auf Inventar Accessoires und dann kann man hier verschiedene Kleidungen auswählen. Zum Beispiel habe ich jetzt das Schwuchtel-Outfit an. Das habe ich selbst so genannt. Und dann das Unsichtbar-Outfit an. Also ich bin jetzt hier unsichtbar. Wenn ihr wissen wollt, wie der Unsichtbar-Glitch geht, ist ein Link in der Videobeschreibung. Wenn ich selber mal so ein Video machen soll zum Unsichtbarkeits-Glitch, sagt ihr einfach Bescheid. Wir steigen jetzt hier erstmal ins neue Auto ein. Wir kriegen einen Anruf von Lester, aber der interessiert uns gerade nicht. Es gibt aber noch coolere Autos als das Auto, was wir jetzt hier haben. Ich habe ja auch bald von Community-Zocken zu machen. Das Problem ist, erstmal bin ich jetzt mit Hobby-Zocker, Angel Blaze und noch jemanden in einer Gruppe. Und das liegt das GEMA geschützt. Ich finde das Auto eigentlich geil. Das Auto gibt es auch noch in gepanzert, aber ich finde, so sieht es eigentlich auch geil aus. Jetzt gucken wir mal ins Internet, was für Autos es ist oder was für neue Sachen es alles gibt. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Entschuldigung, okay, egal. Okay, gucken wir mal hier. Auf Flugzeuge. Gibt es das Flugzeug? Das ist anscheinend neu durchs Size-Update dazugekommen. Das hier oben. Okay, bis gleich. Ich habe jetzt auch nicht mehr 2 Millionen. Der Grund sage ich euch nachher. So, jetzt gucken wir mal auf Legendary Motorsports. Da gibt es jetzt einen neuen Wagen. Und nein, das ist nicht der James Bond Wagen. Der James Bond Wagen ist nämlich hier unten. Da. Dann auf neue Boote. Oh, hier gibt es auch ein neues Boot. Wusste ich auch noch gar nicht. Okay, dann auf normale Autos. Ne, auf Fahrräder, Entschuldigung, habe ich gesagt. Dann jetzt mal auf normale Autos. Da gibt's hier den gepanzerten Karim Kurama und den Wagen, den ihr gerade eben bei mir gesehen habt. Dann gibt es hier noch ein Motorrad. Es gibt noch ein Motorrad, was sogar das einzigste Fahrzeug ist, was Nitro hat. Und dann gibt es hier noch das Auto. Da kommt aber noch mehr dazu. Nämlich hier auf der Warshop-Seite. Hier gibt es ein Heli mit Waffen. Dann gibt es hier ein, und ich hoffe, ihr seht alles. Dann gibt es hier ein Hydrajet, der startet senkrecht, also ohne Anlauf. Hat sogar Waffen. Dann gibt es hier noch den Gefängnisbus. Und ein Messer. Anscheinend ein Messer. Dazu muss man noch sagen, die Sachen schaltet man alle durch die Heist-Mission frei. Also ihr müsst alle Heist-Missionen gezockt haben, um die Sachen freizuschalten. Und es gibt noch mehr. Weil es gibt noch ein anderes Auto mit Waffen. Und dann noch das Auto mit Waffen, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und dann gibt es noch einen anderen Helikopter, einen Kampfhelikopter. Und dann gibt es hier die beiden Sachen. Das ist das Coolste am Update, finde ich. Ein Insurgent Pickup und ein Insurgent. Dieses Ding hier hat da oben eine Waffe drauf. Und der kostet 1,35 Millionen Euro. Ja, doch. Oder Dollar, Entschuldigung, Dollar. Den habe ich mir gekauft, deswegen habe ich jetzt auch keine 2 Millionen mehr. Also, ja. Kommen also noch mehr dazu, die muss man also freischalten, wusste ich am Anfang auch nicht, deswegen habe ich es auch aus dem ersten Video rausgeschnitten. Und ich würde sagen, wir fahren mal mit dem alten Motorrad zu unserem neuen Wagen.
dazu muss man, glaube ich, leider Pegasus anrufen. Ich hätte gedacht, dass ich den vielleicht auch in der Garage stehen haben kann und schon wieder GEMA geschützt. Ich habe gedacht, dass man den vielleicht in der Garage stehen kann, ist aber leider nicht so. Aber auf jeden Fall rufen wir jetzt mal, wo war's? Ne, das war's gar nicht, ich bin stumm. Scheiße, Mann, ich bin so dumm, oder? Pegasus, genau, Pegasus an. Dann hier unten. Leider kostet es immer Geld, das finde ich richtig scheiße. Dann fahren wir mal dahin, würde ich sagen. Und ich hoffe, es geht einigermaßen von der Aufnahme her. Ich habe auch vor, mir bald einen neuen Fernseher zu kaufen. Das liegt nämlich nicht an meiner Videokamera, sondern an meiner scheiß alten Röhren. Yeah, wir können gut fahren. Röhrenfernseher. Ich hoffe, dass ich heute auch endlich in einer Aufnahme von Hobbyzocker dabei bin. Also, dass wir heute endlich aufnehmen und nicht, dass die heißt spielen und dann ist ja auch egal. Wir fahren einfach mal zum schönen Auto hin. Ich würde sagen, ich überspringe mal kurz die Fahrt. Da steht er. Also wirklich sehr cooles Wagen, wenn man hier hinten einsteigt. Dann kann man sogar an die Waffe. Braucht man leider zwei Fahrer, um das Auto mit dem Auto schießen zu können. Und ich will jetzt mal kurz was ausprobieren. Gucken wir mal, das Auto auftunen kann, also in einer anderen Farbe oder so. Ich würde euch jetzt auch gerne zeigen, wie das ist, wenn man damit schießt, aber leider bin ich so alleine, dass keiner mit mir GTA Online spielen will. Also wenn ihr mit mir GTA Online spielen wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wie ihr das machen könnt. Natürlich nehme ich dich immer auf, nur dann, wenn ich Lust habe. Sei Spaß, wann du willst. Mir steht aber trotzdem in der Videobeschreibung, wie ihr mit mir zocken könnt. Ich verlinke auch nochmal ein Video, warum ihr im Moment gerade nicht, so, nicht mit mir zocken könnt oder so. Nein, okay. Gut, und mit dem Ende würde ich jetzt auch den Part beenden. I know you've been complaining, but you weren't ready. You need crew to take a score. All right, first thing's a plane. Then we got a bus. We got the inmate transfer schedule, and that's a two-person job. You sure they're not following you? Require a little bit of finesse. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Ich hab noch was vergessen. Outro.